Willkommen auf der Paint Expo dieses Jahr. Wir stellen hier eine ganz innovative Produkt, ein innovatives Produkt vor, FlowSense. Ich glaube, das ist die einzige Innovation dieses Jahr auf dem Markt und die wird wirklich die Branche verändern. Wir reden hier von einer echten Pulvermengenregelung, Pulvermengenmessung, Regelung, Konstanz erzeugen, damit letztendlich die Schichtstärke auf dem Werkstück die gleiche Konstanz erzielt. So. Es gibt noch ein paar andere Funktionen, aber im Wesentlichen wollen wir das auch in einer Live-Vorführung beweisen, dass das wirklich funktioniert. Und dazu haben wir hier verschiedene Einstellungen vorbereitet, mit der wir jetzt mal sprühen. Man sieht hier auf der linken Seite die Menge in Gramm pro Minute, den Zielwert, den Sollwert. Und wir haben auf der rechten Seite den Istwert. Wenn ich dann die Pistole einschalte, dann wird hier die Menge, man sieht es dann live, hochgeregelt. Und wenn ich eine grüne Umrandung über diesen Istwert dann habe, dann hat das System sozusagen den Punkt gefunden und hält den dann konstant. Pistolen sind drüben in der Kabine verbaut. Wir arbeiten mit der linken Pistole, das ist die Pistole 1. Und ja, lass es uns einfach mal tun, um zu sehen, wie das funktioniert. Tja, schalten wir mal ein. Man sieht jetzt, dass das ziemlich schnell schon auf den Punkt einregelt. Wir warten noch die grüne Umrandung ab. Die haben wir jetzt gefunden. Das heißt, jetzt hat das System den Punkt gefunden und er verändert sich jetzt noch ein bisschen, weil es ist im Prinzip so, wie die Pulverwolke flackert, ja, flackert auch der Messwert. Wir sind hier wirklich live, wir sind schnell, wir haben wirklich ein präzises Messsystem, das genau diese Geschwindigkeit auch zeigt. Ja. So, ich halte jetzt die Pistole an, wechsle auf das Rezept 1 hier, das hat nur 80 Gramm und schalte einfach wieder nochmal ein. Ja, wir kommen jetzt also von 90 Gramm auf 80 Gramm runter. Und man sieht, wie das jetzt langsam runterfährt und wir warten wieder den Punkt ab, wo wir die grüne Umrandung haben und das System ist dann eingeregelt. So, das könnte man jetzt beliebig oft wiederholen, aber es geht ja auch darum, Verschleiß, die über die Zeit stattfindet, zu zeigen, was das bedeutet. Ja? Und dazu haben wir, ihr seht es hier im Bild und hier in meiner Hand, haben wir Fangdüsen vorbereitet und eine davon, das ist diese hier, ist ziemlich ekelhaft verschlissen, das ist also wirklich aus dem täglichen Leben gegriffen. Man sieht hier eine Einfräsung, eine Auswaschung, ja? Und die bauen wir jetzt einfach ein, ja? Und dann schauen wir mal, was dann die Pulvermenge machen würde. Mit einer verschlissenen Fangdüse sollte sie weniger sein. Ja, wir schalten dazu die Regelung auch aus und schalten sie dann wieder ein, um zu sehen, wie man von selbst mit dieser verschlissenen Fangdüse wieder auf den Zielwert hochregeln können. Okay, dann halten wir an, machen wir das. Legt es nur kurz auf die Seite. Auch hier sieht man, wie einfach der Fangdüsenwechsel ist. Gibt es einen Knopf, den drücke ich. Tausche diese Fangdüse aus, lege sie mal hier hin. Moment. So, wo ist meine verschlissene Fangdüse? Ja, da sieht man es nochmal. Beweis. Okay. Setz die hier ein. Schau, dass der gelbe Knopf einrastet. So, und dann haben wir hier den Knopf, damit ich die Regelung ausschalten kann. Das mache ich jetzt. Ja, und jetzt schauen wir einfach mal, was jetzt passiert. Schaltet die Pistole wieder ein. Und man sieht jetzt hier auf der Ist-Seite, dass wir hier gerade mal noch ca. 50 Gramm pro Minute erreichen. Das heißt, wir haben so starken Verschleiß, dass die Pulvermenge so niedrig wäre. Und das ist im Prinzip das Problem, das die Kunden tagtäglich haben. Das würde zu einer Fehlbeschichtung führen. Und wir haben die automatische Regelung. Die Regelung schalte ich jetzt ein, indem ich einfach hier diese Taste drücke. Und man sieht jetzt hier, nach einem kurzen Moment, man hört das dann auch, dieses Zischen, fährt dieses System wieder auf den Sollwert von 80 Gramm hoch. Und wenn dann die grüne Umrahmung, wir sehen, dann hat es den Punkt wieder gefunden. Und so haben wir sozusagen gezeigt, dass trotz einer sehr stark verschlissenen Fangdüse die Regelung immer noch in der Lage ist,
die Menge zu erreichen. Und das heißt für die Kunden einmal diese Konstanz, Schichtstärkenkonstanz, die Möglichkeit, die Pulvermenge zu reduzieren, die durchschnittliche Pulvermenge zu reduzieren, hat ein enormes Einsparpotenzial. Da reden wir im Jahr von mehreren 10.000 Euro, je nach Anlagengröße. Und ein kleiner Nebeneffekt ist, die Nutzungsdauer dieses Verschleißteils wird deutlich verlängert, weil wir jetzt eben genau auf den Punkt sagen können, wann diese Fangdüse verschlissen ist. Ja, wir sehen, der Wert ist in der Zwischenzeit erreicht. Ja, wir sehen noch ein kleines Detail hier, das ist die Pistole 1. Man sieht hier so ein Ampelsymbol. Ja, vorhin war es grün, wenn man sich erinnert. Jetzt ist es auf gelb gesprungen, das heißt, der Verschleißzustand ist deutlich größer geworden. Man hat es ja auch gesehen. Ja. Die Aussage wäre jetzt, bestell bitte neue Ersatzteile, ja, weil demnächst wird diese Ampel auf rot springen. Und rot heißt dann, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dieses Teil auszutauschen. Aber eben nur für diese Pistole, die für das diese Anzeige da ist, und alle anderen, die noch nicht rot sind, können erstmal weiterarbeiten. Also der Nutzungsgrad der Fangdüse wird zusätzlich noch erweitert. Wir haben die Konstanz im Ausstoß, führt zu einer Konstanz in der Schichtstärke. Dadurch kann der Kunde weiter runterfahren in der durchschnittlichen Schichtstärke, spart Pulver und hat diese das Qualitätsniveau verbessert, indem diese Konstanz gegeben ist. Also mehrere Effekte lösen wir mit FlowSense, Pulvermengenregelung, bisher nicht verfügbar auf dem Markt. Wagner bietet das jetzt seit diesem Jahr und exklusiv auf der Paint Expo in der Live-Demonstration.